klassische Protolysereaktion können wir auch mit Hilfe des Editors erstellen. Hierzu können wir ebenfalls durch die Nutzung des Periodensystems über die drei Punkte links unten einzelne Standardmoleküle direkt erzeugen. Aus dem Elementsymbol des Stickstoff wird somit Ammoniak und das Wassermolekül erzeugen wir über das Elementsymbol des Sauerstoffs. Über das Schreibtool, das A in der unteren Leiste, kann das Plus erzeugt werden. Durch den Klick auf die Reaktionspfeile in derselbigen Leiste können wir auf eine Vielzahl an Reaktionspfeilen und Mechanismenpfeilen zurückgreifen. In unserem Fall möchten wir den klassischen Gleichgewichtspfeil nutzen, den wir auch in der Größe verändern können. Die Ammoniak- bzw. Wassermoleküle können durch den Klick auf das Ladungssymbol unten rechts mit einer positiven bzw. negativen Ladung versehen werden, sodass die jeweiligen korrespondierenden Ionen erzeugt werden können. Die Zustandsbezeichnung der Moleküle können ebenfalls über das Schreibtool erzeugt werden. Hier können wir die Schriftart, Größe und Formatierung ändern. Wählen wir beispielsweise AQ über das Auswahltool aus und kopieren dieses, können wir die Bezeichnung über Klick auf das Display einfügen. Allerdings wird hier die Standardformatierung eingefügt, die auch nicht geändert werden kann. Nun fehlen nur noch die Bezeichnungen der Säure-Basen-Paare nach Brønnøysund. Diese können wir auch wieder über das Schrifttool in Worten darstellen, in der Schriftform variieren und die Farbe ändern. Durchaus sinnvoll ist auch der Einsatz von Pfeilen, welche Bezüge zwischen den korrespondierenden Säure-Basen-Paare schaffen. Dieser Pfeil kann über das Icon der Reaktionspfeile unten ausgewählt und eingefügt werden. Ich empfehle hier die Nutzung der klassischen Pfeile, da bei der Spiegelung nicht die Pfeilspitzen verschwinden. Auch diese können durch vorangeschrittene Markierungen eingefärbt werden.